Geschätzte Freundinnen und Freunde von Handel Schweiz. Handel Schweiz hat ein positives und gleichzeitig herausforderndes Jahr 2023 erlebt. Das Jahresergebnis unseres Verbandes ist erfreulich und wir haben bedeutende Fortschritte gemacht. Der Fonds für politische Kampagnen steht für die Vertretung von Interessen des Handels bereit. Viel Energie und Arbeit wurde in die Umsetzung der Strategie FFF Fit for Future investiert, die abgeschlossen werden konnte. Die Organisation von Handel Schweiz orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen der Mitglieder. Zudem fokussieren wir auf die administrierten Mitgliederverbände und die Ausbildung. Unser Internetauftritt wurde neu gestaltet, vereinfacht und modernisiert. An den Vorstandssitzungen haben wir die für den Handel zentralen Themen diskutiert, die gewonnenen Erkenntnisse branchenübergreifend weitergegeben. Die Vorstandsexkursion nach Lugano hat uns einen direkten Einblick in die Beziehung der Schweiz zum nahegelegenen Ausland ermöglicht und wir haben die Grenzgänger-Thematik vor Ort aufgegriffen. Politisch hat Handel Schweiz die Beziehungen zu unserem größten Handelspartner der EU beschäftigt. Handel Schweiz begrüßt den Entscheid des Bundesrates, mit einem neuen Mandat die Verhandlungen mit der EU wieder aufzunehmen. Wir brauchen kein Sand im Getriebe. Es ist unerlässlich, dass die schweizerisch-europäische Zusammenarbeit wieder auf eine sichere, verlässliche Basis gestellt wird. Wir sprechen hier von einem Handelsvolumen von 1 Milliarde Franken pro Tag. Die Schweiz muss auch Zugang zum Forschungsstandort Europa haben, zu Horizon Europe. Es gilt, Chancen im neuen Umfeld wahrzunehmen. Wie wird das neue Parlament auf die Herausforderungen reagieren? Wie kann sich die schweizerische Wirtschaft im Umfeld der globalen Veränderungen behaupten? Große Herausforderungen begleiten auch dieses Jahr, etwa die kontinuierlich steigenden Gesundheitskosten und die künftige Energiebeschaffung. 2024 ist die Schweiz auch in der Sozialpolitik gefordert. Es gilt, die AHV zu stabilisieren und den unrealistischen Forderungen der Linken nach einer 13. AHV-Rente eine klare Abfuhr zu erteilen. Ebenso wichtig ist die Stabilisierung der beruflichen Vorsorge. Handel Schweiz hat sich für eine medial aktive Ja-Parole zur BVG-Reform entschieden. Als Dachverband von 4'000 Unternehmen mit 700'000 Arbeitnehmern ist Handel Schweiz verpflichtet, auch diese Interessen des Handels aktiv wahrzunehmen. Attraktive Arbeitsbedingungen mit einer stabilen zweiten Säule gehören dazu. Die Schweiz ist eine Handelsnation und sie ist eine Importnation. Unsere Mitgliedsunternehmen und Mitgliederverbände leisten einen zentralen Beitrag zur Versorgungssicherheit, zur Stabilität und wirtschaftlichen Kraft der Schweiz. Die Schweiz ist gleichzeitig Exportnation. Voraussetzung für den Erfolg ist eine stabile Nachfrage sowie Rahmenbedingungen, die den Export ermöglichen. Die Abwertung von Euro und Dollar hat die Schweizer Produkte massiv verteuert. Das wurde bis jetzt durch die hohe Inflation in den Abnehmerländern zumindest teilweise kompensiert. Dieser Vorteil relativiert sich, denn die Inflation sinkt in unseren Absatzmärkten aktuell stärker, als dies in der Schweiz überhaupt noch möglich ist. Wir werden diese Themen auch 2024 aktiv begleiten. Im Fokus ist dabei bereits der Tag des Handels am 14. Juni im GDI in Rüschlikon. Wir freuen uns auf prominente Gäste, diesmal Professor Jan-Egbert Sturm vom KOF, Peter Grünenfelder, Präsident Auto Schweiz, ehemals Avenir Suisse, und Nationalrat und Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Sie werden uns zur wirtschaftlichen und politischen Lage sicher wertvolle Inputs geben. Selbstverständlich freuen wir uns an den Tag des Handels 2024 vor allem auch auf Sie. Auch dieses Jahr steht unser Verbandsmotto «Wir handeln für den Handel» im Zentrum. Handel Schweiz versteht sich als Dienstleistungszentrum für den Handel. Kommen Sie mit Ihren Anliegen zu uns. Testen Sie uns. Ich wünsche Ihnen ein tolles Jahr 2024, nur das Beste und vor allem gute Gesundheit.